Hallo zusammen und willkommen zurück zu Railroad Corporation. Ich bin gespannt, ob wir heute hier ein bisschen Aufgaben erfüllen, Hauptaufgaben. Also Schießpulver liefern. Oh, Errungenschaft. Auto bezahlt. Keine Ahnung, was genau damit gemeint ist. Vielleicht haben wir Kredite bezahlt. Das könnte sein. Also Schießpulver. Haben wir denn jetzt schon was? Ich muss mal gucken, ob wir schon was produziert haben. Ja, es liegen ja tatsächlich 3 rum. Und ich vermute mal, dass es noch keinen Zug gibt, der das abholt. Der hier fährt über New York nach Allentown. Der fährt nur Hazardville, der fährt das Holz. Er hier ebenfalls nicht. Ja, okay, also das heißt, wir brauchen einen neuen Zug, der das macht. Wir haben 29.000, also es geht schon so mit dem Geld, aber wir geben halt auch immer wieder was aus. John Bull, was ist das Unterhaltskosten für Zugbestand? Achso, der steigt jetzt, weil wir so viele Lokomotiven haben. Danke, möchte ich nicht mehr wissen. Wir holen hier Pulver ab. Können wir 3? Ne, wir können tatsächlich plus 2, ne? Das ist total krass. Und das liefern wir direkt nach Allentown. Und hier laden wir aber Post ein. Ne, das ist wieder das Falsche. Moment, grün ist einladen. Wir können noch eine dritte Post mitnehmen und die liefern wir hier ab. Dann nehmen wir, ich guck mal kurz, was sie da oben, die wollen halt nichts haben, ne? Nicht, dass wir hier produzieren. Aber wir können hier wieder neue Post mitnehmen. Ich weiß nicht, ob das, naja, wir machen einfach mal, wir nehmen hier 3 Post mit und liefern hier 3 Post ab. Na? Und wollen wir noch ein Hard, nee, ich glaube, das führt dann auch zu weit. Wir lassen die Wartung hier in New York machen. Und dann geht's los. Hatten wir New York schon vergrößert. Befüllstation, zweite Befüllstation kann gebaut werden für 3000. Mache ich mal, genauso wie die zweite Werkstatt. Damit ist der Bahnhof hier voll, aber wir brauchen das, weil hier auch schon eine ganze Menge Züge ankommen. Oder durchfahren oder weiterfahren, wie auch immer. Jedenfalls müssen die hier alle bedingst werden. So, Allentown haben wir jetzt auch schon 2 Züge, die dahin fahren. Also würde es Sinn machen, hier so einen kleinen Ausweich zu machen. Okay. Das würde sogar hier außerhalb vom Bahnhof nochmal Sinn machen, glaube ich. Zur Brücke. Okay. Jetzt sind wir wieder im Minus. Muss der jetzt anhalten, deswegen fährt er jetzt zurück. Was ist denn sein Problem? Wartet auf freie Strecke, aber warum? Ich tue mal so, als wäre das hier noch möglich. Ja, okay, dann fährt er weiter. Das war nicht schlau, das zu ändern, während der da drauf steht. So, jetzt haben wir es so. Und dann gucken wir mal nach den Aufträgen. Ne? Also die haben 18 und 19 haben die jetzt schon geliefert. Das ist schon echt viel. Minus 27.000, oh mein Gott, die Kontoüberziehung. Wieso ist das jetzt so viel auf einmal? Hier, nicht genug Geld, ne? Zug konnte nicht mit Schießpulver beladen werden. Oh Mann. Wo ist denn der jetzt hier? Ich habe keine Ahnung, was Schießpulver kostet. 26.000, das erklärt natürlich einiges. Eieiei, dass das so teuer ist. Ich fürchte, wir geben wieder eine Anleihe aus. So, wir haben eins schon dran.
Haben wir nichts auf Lager? Doch, es ist doch auf Lager. Eigentlich müsste er loslegen. Er ist immer noch am Warten. Tut sich nichts. Komisch, ne? Geld ist eigentlich da. Dass die Konkurrenz so viel Geld hat, gefällt mir gar nicht. So, was ist er hier für einer? Er hat ein bisschen Salpeter gebracht. Er ist immer noch am Warten. Mal gucken, was passiert, wenn er in der anderen Zug weggefahren ist. Aber eigentlich... sieht es schon so aus, als wenn der Zug gerade irgendwie... Wollen wir ihm gleich sagen, dass er losfahren soll? Ist auf jeden Fall genug Schießpulver da. Das ist merkwürdig, nicht? Dass das so lange dauert. Also hier mal jemand noch sowas. Na, ich will es nicht da bauen. Moment. Ja, will das auch nicht. Geht das hier? Was von der Seite? Hier ist tatsächlich der früheste Punkt und verschieben können wir es nicht. Nein. Moment. Ich hab's gleich. Es ist ein bisschen mehr als 10 km/h, meine Güte. Ah, dann eben so. So. Der hier steht immer noch, ne? Wartet. Wenn wir hier sowas machen, dass er erstmal losfährt. Mann, Mann, Mann. Und die geben hier Gelder aus. Das ist unglaublich. Dass die Konkurrenz so viel Geld hat. Aber andererseits, wenn die schon Schießpulver fährt, also produziert und abliefert, dann ist das kein Wunder, ne? Die zahlen ab 18.000, also es ist 2.000 pro Exemplar, das ist jetzt nicht so viel mehr. Also ist jetzt nicht der Mega-Profit, den die damit machen. Ich will das kaufen, interessiert sich da noch jemand für? Die Schweine, ja, die waren immer mit. Aber wie viel gebe ich aus? $25.000 würde ich vielleicht ausgeben, aber ich glaube, sie bieten nicht mehr mit. Okay, sehr gut. So, wir bauen. Die Pulvermühle kostet 200.000. Ich hatte das so in Erinnerung, dass eine Fabrik so 50, okay, 80 kostet. Ach, die Pulvermühle 200.000, kann ich mir überhaupt nicht leisten. Wir müssen eine neue Forschung starten für... Ja. Mehr Leistung.
So. Im Post. Fehlt tatsächlich eine ganze Menge Holz. Ich kann mal das noch aufrüsten. Mal sehen, wie viel Holz eigentlich geliefert wird. Wir haben hier genug auf Lager jedenfalls. Jetzt weiß ich nicht mehr, welcher Zug das ist. Das ist der hier. Nö, ich habe auswechseln gesagt, ne? Ah, ich würde klonen. So, noch einer mehr. Holz scheint halt ein Problem zu sein, dass wir davon zu wenig haben. Wobei, von Salpeter auch. Das hatten wir hier unten gekauft, ne? Ah, der ist angekommen, okay. Es sind tatsächlich Züge dabei, wie er hier, die Minus machen. Ich weiß nicht genau, was er da so lange rumsteht, aber warten auf freie Stecke, das ist wahrscheinlich das Problem, dass er zu lange steht. Aber wo will er eigentlich lang? Der fährt doch hier lang, oder? Das ist doch meine Strecke. Nee, er fährt da hoch. Vollkommen unklar, ne? Also warum der da lang fahren will. Und vor allen Dingen, es auch tut, der soll ja eigentlich ganz woanders hin. Der soll doch nach Salisbury. Und das ist doch hier. Warum bringt er das nicht nach Hazardville oder so? Was ist denn das hier? Grundsätzlich. Grundsätzlich wäre das doch alles möglich. So, wo ist denn jetzt? Und jetzt fährt er hier lang, ja? Der hat also hier keinen Weg rausgefunden aus dem Bahnhof. Das ist blöd. Ich schätze mal, dass das bei denen hier genau das gleiche Problem ist. Weil die alle aus Marlboro das Holz holen sollen, aber da nicht rauskommen. Voll Minus. Wo ist er denn gerade? Wieso fährt er jetzt? Achso, er fährt jetzt leer, genau. Er hat seine Poststrecke so erledigt. Können wir wieder eine Forschung starten. Ist die Geschwindigkeit erhöhen. Ja, was erklärt natürlich so ein bisschen die Versorgungsprobleme einerseits, aber auch die finanziellen Schwierigkeiten, die ich habe, wenn die Züge viel zu lange rumstehen, weil sie die Konkurrenz, also die Strecke der Konkurrenz irgendwie nutzen. Und zwar so unnötig, also da hochfahren und dann nach hier, ne, während
was ja hier schon existiert. Oder habe ich das erst gebaut, nachdem die unterwegs? Ich glaube es nicht, ne? Guck mal, der Zug 9, der steht ja auch wieder rum. Wo will der hin? Der will nach Hazardville. Der hat Salpeter geladen. Der Pyrit, verdammt, immer wieder das Gleiche. Der kommt von hier oben. Leider, Laconia bin ich noch nicht, lehne ich mal ab. Ja, unangenehm. Aber irgendwie müssen wir ja deren Bahnhof benutzen. Vielleicht sollte ich mal das Geld, was ich habe, nutzen. Moment, wir machen mal das hier weg. Und das so. Das können wir nicht beeinflussen. Wir können nicht sagen, dass er das komplett verhindern soll. Wir können sagen, Bahnlinien des Gegners nutzen, ja. Ich könnte es jetzt ausklicken, aber dann kommen wir nicht hin. Aber guck mal, der nutzt jetzt die neue Strecke. Na gut, dann war das vielleicht ein Neubau, ne? Und die Route musste erst neu gefunden werden. Gucken wir mal, wie es Zug 12 dann beim nächsten Mal macht. Der ist es gar nicht. Wieso ruckelt das denn so? Ruckelt das etwa schon die ganze Zeit so? Ich meine, ein bisschen ist es mir aufgefallen, aber ich hoffe, es ist nicht im Video zu sehen und es stört nicht so sehr. Ist meine nächste Forschung gestartet. Kurz Spiel neu gestartet. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass es wirklich besser geworden ist. Naja, wir machen erstmal weiter. Ich gebe so das Geld jetzt aus für neue Strecken zu anderen Städten, einfach um ja, so ein bisschen das Wachstum so in Schwung zu halten. Wie viel kostet das hier? 12.000, das geht so. Ich würde aber trotzdem ganz gerne... Ah, das ist immer... Ich weiß nicht genau, wo er das da gerade gebaut hat. So. Mal so. 4.000 gehen wir da gerne noch aus. Die Klicks sind halt auch so ein bisschen laggy, habe ich den Eindruck. Machen wir mal so. Dann hier. Und dann gibt es eine neue Lok. Und dann gucken wir mal, dass wir die von Allentown
Ich würde wahrscheinlich wieder erstmal Personen machen. Vielleicht einen Brief noch mit? Ja. Das sieht ganz gut aus. Brief, Quatsch. Ah, so. Wir bereiten den schon mal dafür vor. Wenn ich. So, wir machen. Das Einladen, wir nehmen nur zwei mit und lassen auch nur zwei ausladen. Und dann machen wir hier. Ein bisschen vergrößern in der Werkstatt. So. Aber hier schon Ausgleich, ja, Ausweich hier, genau, sehr gut. Würde jetzt noch eine direkte Verbindung hier runter machen. Oder eine Verbindung Allentown, Carbondale vielleicht? Könnte man machen. Wir können mal ganz kurz das hier abreißen. Das da so oder geht das? Oh mein Gott, geht das nicht? Doch. Okay. In der Hoffnung, dass wir das so uns nicht irgendwie teilen müssen mit der Konkurrenz. Und dann den Weg hier lang. Also Allentown. Mal sehen, wenn wir den größer machen. Mal gerade wieder. Na doch, warte mal. Das kann man, glaube ich, uns leisten. Einmal drehen. Das hatte ich letztens vergessen, dass das geht. Er möchte den. Das ist wirklich sehr merkwürdig, ne? Also, ich werde mal eine längere Pause machen. Rechner nochmal neu starten. Mal so. Laggy hatte ich das Spiel nicht in Erinnerung. Das ist schon recht teuer. Oh Mann, 31.000 schon. Das können wir uns gerade nicht leisten. 35. Müssen wir so kurz stehen. Also was ist denn, wenn ich hier ausmache? Ah, die Planung behält er nicht. Schade eigentlich. Aber ist es das wirklich wert? Ja, obwohl, die haben auch schon Post da oben. Ich glaube, dass das sich durchaus lohnen könnte, da die Strecke einzurichten. Oh, die Forschung schon wieder. Moment, ja. Betriebssicherheit ist sicherlich nicht verkehrt. Und dann haben wir die aber auch schon fast ausgeforscht. Da müssen wir mal gucken. So, die nächste Lokforschung ist wiederum teurer, ne, manch, im Kaufpreis. Hm. Ja, Mensch, drei Lieferungen, Wahnsinn. Ja, hier kommt die nächste mit zweimal Schießpulver. Die anderen haben schon 35, oh mein Gott. Ich bezweifle ehrlich gesagt, dass wir die noch einholen. Ich meine, ja, mit einer eigenen Fabrik. Das ist sicherlich machbar. In Poughkeepsie wollte ich noch. Konkurrenz hier eigentlich irgendwas gebaut? Whiskybrennerei? Ist das einer? Nee, ne? Der hat es nur gekauft und nichts damit gemacht. Der hat einfach geboten, der Typ. Vor zwei Folgen oder so war das, wo ich das haben wollte. Schießpulverbestellung für South Carolina? Hm. Okay. Ja. In Hazardville aufkaufen und zum Hafen von New York. Hm. Ja, 35 Stück. Hm. Ah,
18.400 bezahlt, ja, aber wie viel Schießpulver produzieren die denn? Ist nicht. Oh! What? Wo haben die so viel her? Okay. Moment, das machen wir. Jetzt ist die Folge schon wieder so lang. Ne? Also gucken wir uns beim nächsten Mal an. Hoffentlich ruckelt es dann weniger. Und das Ganze geht ein bisschen flüssiger. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen.